So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Raft. Ja, wir raften ein bisschen weiter. Ich habe hier auch ein bisschen weitergebaut. Und das gucken wir uns gleich an, wenn es dann wieder hell wird. Ich bin hier gerade an so einer Insel vorbeigeschrammt und ich habe mir überlegt, man könnte da ja einfach mal kurz vorbeigehen, weil da ja Pinien und Birken drauf sind. Da fahren wir jetzt noch mal ein bisschen dran vorbei hier. Machen mal das Motörchen an. Ne, einmal hier. Ich weiß nicht, warum der Hebel jetzt nicht mehr grafisch angezeigt wird. Bisschen merkwürdig gerade, aber okay. Ignore. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade für eine Fehlermeldung war. Kann sein, dass wir gleich rausfliegen. Dann müssen wir es halt nochmal aufnehmen. Können wir aber trotzdem mal eben speichern hier. So, nicht, dass er safe dann feiern geht, vor allen Dingen. Da oben ist auch noch ein Shop drauf, da können wir auch gleich nochmal hingehen. So, und jetzt machen wir es mal so wie beim letzten Mal. Dass wir da einfach anlanden. Glaube ich, der gleiche Inselstil wie beim letzten Mal. Oder ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich denn an das letzte Video nicht mehr erinnern. So, und dann machen wir den Motor mal aus. Ist der Motor jetzt aus? Oder die Motoren. Jawohl. Man sieht auch schön alle Hebel nach hinten. Das heißt, wir sind rückwärts gefahren. Perfekt. So, ich habe diese Leiter hier nochmal umplatziert. Die Kochstation kommt hier nochmal weg. Dann irgendwann. Dass wir hier nicht immer. Also, ich konnte immer hier nicht durchlaufen. Und jetzt ist es eben symmetrisch mit der anderen Seite. Ich habe hier noch was geändert. Also, wenn man. Hier kommt ja noch die Wand hin. Wie da drüben auch. Ich weiß gar nicht, Holz habe ich jetzt gerade nicht dabei. Sonst könnte ich das ja nochmal zubauen. Ich habe das hier so ein bisschen geändert, hier den Flügel schon mal hingestellt, den wir ja gekauft haben. In Tangaroa war das, glaube ich. Am Verkaufsautomaten, genau. Ja, da soll jetzt dann nochmal eine Etage so, also hoch. Dann nochmal schräg und dann nochmal eine so eine Etage obendrauf. Oder vielleicht auch zweimal gucken, wie das von dem Holz her hinhaut. So habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt. Die Bäume sind jetzt auch schon wieder ausgewachsen. Toll. Total toll. So, wir müssten, glaube ich, nochmal eine Axt machen. Wir sind ja jetzt kurz vor Utopia. Ach so, und einmal rumgemalt habe ich jetzt auch nochmal. Rumgemalt vor allen Dingen. Also die Seite ist jetzt auch fertig, beziehungsweise die andere. Ne? Also es geht jetzt einmal komplett rum. Irgendwo habe ich mich noch vermalt. Ach so, und vorne im Lagerbereich habe ich jetzt mit Blau mal angefangen. Weiß nicht, ob wir das dann dort auch fortführen. Muss ich mal gucken. Also es ist nicht hellblau, sondern es ist dieses Dunkelblau. Können das ja mal eben kurz am Pinsel hier dieses, ne? Also nicht das Hellblau, sondern das Dunkelblau. Ich wollte das nicht ganz so, ne, ganz so wollte ich nicht. So, dann nehmen wir noch mal Schwarz, müssen wir noch mal machen, weil für das Blau brauchen wir nämlich auch Schwarz. Das können wir eben mal nachladen. Bringt ja jetzt nichts, aber wie gesagt, das muss man halt immer dann mal auch ein bisschen überblicken. Gut, dann nehmen wir hier nochmal eben die Netze mit. Die Steine können wir gleich hier wieder reinstecken. So, und lagern mal hier ein bisschen Holz ein. Hier mal ein bisschen Plastik. Hier mal ein bisschen Palmblätter. Ihr seht, die Lager sind leer. Ich habe wieder ein bisschen was gebaut. Gut, die Bolzen, das erhöht sich jetzt langsam. Seil, so.
Ich habe auch den Kühlschrank mal ein bisschen umsortiert. Ich habe ein bisschen geangelt. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe nämlich ein Gericht gekocht, was hier jetzt gerade fertig geworden ist. Sushi. Na, dann können wir das eben nochmal weiter kochen und dann in der Kiste hier einlagern. Hier habe ich jetzt so Fische geangelt, die normalen Fische, die es gibt, also die man auch verkochen kann. Dann müssen wir halt mal schauen, dass wir dann die andere Station hier noch hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht genau. Also eine Wand könnte ich noch nach rechts gehen und dann hätte ich gerne in der Mitte so einen Korridor, der durchs ganze Schiff, beziehungsweise bis dort hinten dann durchgeht. Hier oben hätte ich gerne so eine Art Saal. Vielleicht auch mit ein paar Tischchen und so, dass man da hier rechts und links so ein paar Tischchen, dass man dann in der Mitte irgendwie die Tanzfläche hat. Das kann man ja farblich markieren. Und eine Etage höher dann eben meine Kapitänskajüte. Das werde ich mir aber schön einrichten dann. Ja, und jetzt machen wir uns schnell noch eine Axt. Und dann geht's los, ne? Auf Inselrundtour. So, das tun wir da nochmal mit rein. Dieseltank ist auch voll. Der Zusatztank ist auch voll. Hier habe ich noch nicht gegossen. Das heißt, ich müsste mir hier nochmal ein bisschen Wasser abzapfen. Da sind nochmal Erdbeeren, Ananas und hier ist natürlich auch gut leer geworden. Das war jetzt, weil wir gegen den Wind gefahren sind. Joa. Dann, ach so, eine Axt wollte ich machen, siehst du. So kommt man, wenn die Treppe hier ist, vielleicht auch nicht unbedingt in Versuchung, immer wieder den Honig einzusammeln. Aktuell ist der ja nicht so nötig. So, zwei Schrott. Acht Planken, dann nehmen wir das Seil lieber. Zwei Seile, vier Seile. Und die Planken, dann haben wir noch eine Axt. Schaufel und Metalldetektor müssen wir mal gucken dann. Ja, dann geht's los, ne? Die Bienen hatte ich ja mit euch schon mal gefangen, ne? Ja, das hatten wir schon mal gemacht. Ist, glaube ich, wieder das gleiche Model. Ich weiß halt nicht, ob ich das mit euch gemacht habe. Oder ob ich da alleine unterwegs war. Wie gesagt, Bienen braucht man eben nur, wenn man wirklich 10, also für den Erfolg eben auch die 10 Bienenhäuser bauen will auf einem Schiff. Ja. Das Fässchen können wir mal mitnehmen. Das geht natürlich auch von Land aus, ne? Jetzt müsste hier gleich ein Bär irgendwo kommen. Weil das ist so eine typische Bäreninsel hier. Okay, dann nicht. Eigentlich müsste er hier sein. Die Bärbel. Ah, da hinten ist die Bärbel. Dann nehmen wir die Birke hier eben nochmal mit. Da. Ach, guck mal, der klettert ja sogar auch auf dem Berg freiwillig. Hat er mich jetzt aber schnell gesehen.
Jo. Dann lass mich dich ein enthäuten und gib mir dein Fleisch und dein Leder und die Pfeile, bitte, danke. Gar keine Musik heute hier, das mache ich jetzt auch nur wegen der Samen halt, ne? Schauen wir doch mal hier. Und dann gehen wir gleich nach oben. Also einmal erstmal unten rum. Da sind wir auch schon durch. Da hinten ist ja schon wieder das Schiffchen. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Da war nämlich auch noch ein Baum. Truthahn. Ja, könnte man mitnehmen. Eier haben wir aber genug. Kühlschrank ist voll. Na? Sieht auch so aus, ne? Also relativ dünn, aber also die Birke jetzt. Da hinten ist noch eine Birke. Oh, und noch ein Tannebaum. Und noch ein Tannebaum. Geil. Tannebaum. Und wieder kein Pinienzapfen drin. Sehr gut. So brauchen wir das. Schön, wenn uns das Spiel mal so ausbremst. Ich liebe sowas. Als wenn hier keine Tannenzapfen dran sind, ganz ehrlich. Naja. So, zweiter Kühlschrank wäre nicht schlecht. Mittlerweile platzt er aus allen Nähten. Ja, ich bin ein bisschen faul, was das Kochen angeht. Ich würde aber ganz gerne auch nochmal einmal nur mal kurz reingucken. Was man noch braucht. Also die Kurkuma-Dinger, da brauchen wir, glaube ich, auch ein paar. Auch schweineteuer, ne? Also wenn Schrott jetzt. Schrott, ja? Ein Müllwürfel nur kostet. Warum kostet nicht Kurkuma dann auch 5 Stück? Oder Chili? Weil das so mega selten ist. Unglaublich. Naja, gut. Lachssalat, das müssten wir eigentlich haben. Ich habe auch Seelachs, aber dafür brauchte ich, glaube ich, auch. Es wird hier leider nicht angezeigt. Die Garderobe haben wir, das Lufthorn haben wir irgendwo, Kompass haben wir auch. Rote Beeren brauchen wir jetzt nicht. Wacholder, den könnte man sich auch noch mal gönnen, würde aber auch wieder einen Müllwürfel kosten. Die Hupe haben wir noch nicht, die brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Und das hier auch nicht. Das ist wirklich nur so gimmickmäßig. Die ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man irgendwo anlegen will. Braucht man aber auch nicht zwingend unbedingt. Hier wäre noch mal eine Trading Post Kassette. Keine Ahnung, was das macht. Piratenhut, Sonnenbrille, Angelhut, Tauchhelm braucht man alles nicht. Tauchhelm bringt auch nichts. Also ziemlich luftdicht. Ja, steht hier, aber er dient halt nicht als Tauchhilfe. Die Teilplanke und Feldflasche haben wir ja schon. So, die Vogelscheuche könnte man eventuell noch mal mitnehmen, aber pff, keine Ahnung, man kann das ja auch alles unter Deck machen. So, da ist unser Schiff, dann gehen wir da auch mal eben hin. Jetzt haben wir ja ein bisschen was eingesammelt an Holz und Samens. Dann machen wir die Axt noch mal eben kaputt, indem wir unsere Bäume hier abfällen. Die sind ja jetzt auch schon fertig. Weil wir können ja jetzt dann auch wieder neue Pflanzen. Gerade wenn es jetzt regnet, dann gießt sich das ja von alleine. Heute so ein bisschen sachlich, ne? Ich bin auch nicht so ganz gut gelaunt, obwohl vorhin eine Freundin da war. Aber ja, mir geht es eigentlich so, naja. So, naja, geht es mir gerade. Müssten eigentlich jetzt richtig viele. Ach, jetzt. Ach so, im Shop waren keine Pinienzapfen oder Birkensamen, ne? Beziehungsweise. Das wäre natürlich auch nochmal geil. Oder wenn man das an den Verkaufsshops irgendwie kaufen könnte, das wäre auch gut.
Dann würde ich, glaube ich, mein ganzes Geld für die Samen ausgeben. Weil, wie gesagt, die anderen Sachen sind nicht so, meines Erachtens, nicht so wichtig. Klar, wenn man dann hinterher fertig ist mit dem Boot, dann, ich setze sie jetzt immer... Aber das ist echt mager, ne? Also, keine Ahnung, auf der Insel schon 10 Bäume gefällt, dann hier nochmal 9 Stück und ja, es ist einfach nichts an Zapfen rüber, an Samen rübergekommen, das ist echt traurig. Das ist echt traurig. So, die Axt machen wir da mal wieder rein. Jetzt haben wir noch Kunststoff hier, dann haben wir noch Schrott, habe ich gesehen, und der Rest, das Seil vielleicht noch. So. Dann können wir ja auch schon weiterfahren, ne? Ah, ja, okay, gut. Da vorne ist natürlich keine Tür. Das soll ja alles da oben dann hin. Deswegen, und das Segel hatte ich jetzt auch hier vorne nur platziert, weil, weil es mir dort hinten oder hinter mir eben einfach im Weg war. So, weiter geht's. Ich wollte ja eigentlich in Utopia einlaufen, wenn das Schiff fertig ist, aber ich glaube, wir machen das ein bisschen früher, oder? Das ist eben so das Ding, das Bioschmied, ja, der wird es dann auch zu Ende führen. Oder er müsste halt, ach hier, guck mal. Können wir noch einmal Sushi abknapsen hier. So. Das Fleisch. Haben wir... Nein, wir haben doch nur... Einen Bären haben wir doch nur gemacht. Warum haben wir denn so viel Leder im Inventar? Dann können wir das auch mal mit rüberräumen. Dann nehmen wir auch die Kiste schon mal mit weg. Dann ist hier schon mal aus dem Weg. Hier ist auch noch Leder drin. Den Schuh habe ich geangelt. Also beim Angeln kam der mit raus. Und ach so, ich wollte mal nach diesem Lachssalat gucken. Den müssten wir doch eigentlich haben. Deluxe Wales Lachssalat, da ist er. Den Lachs haben wir ja im Kühlschrank. Das wäre dieser hier. Den kann ich auch mal in die Hand nehmen. Und euch mal zeigen, dass das ein bisschen, dass das schon ein Riesending ist, ne? So, genau. Den kann man einmal durchsortieren. Den Hai würde ich auch gern verkochen und nicht verbraten. So. Ach, jetzt haben wir gar nicht... Na egal, jetzt haben wir gar nicht die Insel nach Schrott abgesucht. Beziehungsweise nach... ja, es wird langsam, ne? Also von vorne nach hinten. Wenn es dann ein richtiges Schiff ist hier. Können wir ja mal das ganze Holz verarbeiten wieder. Indem wir erstmal in die Ego gehen. So, jetzt hatte ich mir überlegt, dass ich da oben erstmal so Scheiben draufsetze. Na hallo? Na hallo? So, einmal so komplett rum, einmal Scheiben. Wir brauchen ja auch nur 2, Gott sei Dank. So, dann haben wir noch eine Etage. So, und jetzt würde ich dann quasi nochmal schrägen setzen und ab da dann einen Turm bauen. Beziehungsweise dann kommt die Brücke eben, ne? Nennt sich ja Brücke beim Schiff. So. Dann machen wir hier die Ecken nochmal rein. Na hallo? Na hallo, hallo, hallo? So. Schauen wir uns das mal von vorne an.
wie das so aussieht, da kommt schon wieder eine Insel. Ne, dann kann man ja auch hier hochspringen zum Beispiel. Dann ist man schon mal eine ganze Ecke höher. Wenn... Also hier oben möchte ich das dann gerne so haben, dass wir jetzt hier... Ne, warte mal, das machen wir... Ich glaube, das lassen wir so und integrieren das in die Brücke. Also jetzt kommt noch mal eine Etage oben drauf. So. Und dann kommt erst der Boden rein. Und dann kommt die Brücke. Ne? Und da müssen wir dementsprechend dann auch Treppen setzen. Ne, Quatsch. Stimmt gar nicht. Etage, Etage. Wir machen das so, dass wir hier die Etage reinziehen, ab den Fenstern. Weil dann ist der die Aula oder wie auch immer der Tanzsaal halt ein bisschen größer. Das kommt natürlich auch noch weg. Hinten müssen wir noch zumachen. Die Bäume könnten wir uns eigentlich mitnehmen, ne? Vielleicht kriegen wir ja wieder ein paar neue Samen. Joa. Können wir schon mal ein Thumbnail machen, oder? Ich wollte gerade auf Druck drücken. Oh je. Na gut. Ich glaube, die kommt nicht in die Netze. Oh, wieder nichts drin, ne? Nichts, was man gebrauchen kann hier. So, das reicht mir, glaube ich, aus, um da auf die Insel drauf zu kommen. Wie gesagt, hier waren ja vorher auch diese anderen, die jetzt unten zum Beispiel, diese hier, ne? Oder hier, die waren ja vorher dran, die habe ich jetzt ersetzt durch die Seile mit den Dingern, das ist natürlich auch jetzt noch nicht fertig, ne? So, dann holen wir uns mal das, ne? Fuß ist auch schon wieder da, können wir hier auch nochmal die Pflanzen. Okay, wir haben jetzt nicht so viele... So viel Platz, aber die Blumen können wir uns auch noch mal mitnehmen. Oh, das sieht jetzt aber schon geil aus, oder? Wenn man so von der Seite guckt. So. Das geht eigentlich. Könnte man so lassen, ne? Von der Höhe her. Also wenn ich jetzt sage, dass ich bis hierhin Boden mache, dann kommt ja mein Zimmer, so. Und da oben mache ich vielleicht dann schon die Brücke drauf. Ich wollte eigentlich noch einen Balkon für mich machen, aber den kann ich auch nach hinten weg machen, das ist ja kein Problem. So, dann machen wir mal das so. Nehmen wir mal die ganzen Blumen hier mit. Blau brauchen wir ja und rot. Die Samen schmeißen wir dann wieder raus, die brauchen wir nicht. Komme ich hier hoch? So, ne? Ach, hier sind ja richtig viele, viele Bäume drauf, krass. Hier sind ja viele, richtig viele Bäume drauf, so. Palmsamen, die nehme ich natürlich mit. Tausche die gegen schwarze Samen. So, weiße Samen. War irgendwie auch klar. Tauschen wir gegen Kartoffeln. Weiße Blume. So. Da unten sah es jetzt gerade so aus, aber das ist das Wasser tatsächlich gewesen. Hier nehmen wir die Steine raus und nehmen dafür die gelben Blumen aufnehmen. Genau. Ist da oben noch eine Kiste gewesen? Oder? Ach nee, das war das Schiff. Okay. Ja, dann kommen wir aber, jetzt machen wir hier aber nochmal. Also hier möchte ich definitiv die Dings mitnehmen. Was ist das? Eine Planke. Oh je. Okay, dann lassen wir die Dingssamen hier. Okay, das war jetzt auch nicht so geil, aber das war ja eine Ananas.
So. Ach so, nee, Quatsch. Ich wollte ja einen sortieren. Habe ich denn wirklich... Ach, die Ananas-Samen, okay. Okay, gut. Dann machen wir es so. Ne? Dann machen wir das so und dann machen wir es so. So und so. Schrott da mit rein und die Blumen machen wir hier hinten mit rein. Wie gesagt, ich brauche die jetzt nicht, deswegen... Also ich brauche die Samen jetzt nicht, weil ich ja das Beet schon habe. Den Pinsel können wir da nochmal mit reinstecken. Den könnte man bei Gelb hinstecken, aber man, wir brauchen den ja nicht so. Dann scannen wir die Insel nochmal ab auf Schrott. Beziehungsweise werden wir hier die Dinger mal da reinstecken. So, so. Dann haben wir ja wieder Platz. Die Kiste müssen wir dann mal gucken, wo wir die hinstellen. Okay, gut. Jetzt ist nicht mehr so viel mit Springen. Ja, wird wohl da oben sein. Wieder kein Titan. Vielleicht eins maximal. Nee. Nur Mist. So, hier ist aber auch nichts mehr, ne? Hier drüben wird auch nichts mehr sein. Das sollte man auf jeden Fall bei jeder Insel machen, halt, ne? Um sich das... Also man kann sich das Titan auch so nur zusammenfarmen, ne? Das geht natürlich auch. Weil so als richtiges Vorkommen wirst du das nirgendwo finden. So, dann können wir weiterfahren, ne? Na, jetzt können wir hier nicht mehr raus. Da müssen wir hier so rum. Aber das wird sich ja eh bald nach da oben verfrachten. Von daher ist es dann ja auch egal. So, der Wind war da so in die Richtung. Da, wo der ganze Schrott liegt hier. So, weiter geht's. Unterirdisch brauchen wir auch nicht mehr tauchen. Wir kriegen über die Netze, oder beziehungsweise jetzt, wo wir keinen Schrott mehr verbrauchen, kriegen wir das halt über die Netze, ne? So, dann machen wir eben nochmal den Boden klar da. Und dann entlasse ich euch auch. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht, aber man könnte ja zum Beispiel... Es wird auch nicht viel sein, es werden vielleicht 4, 5 diese Flächen sein. Ja, doch ein bisschen mehr. Na gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat soweit, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bioschmied. Und dann fahren wir auch irgendwann mal nach Utopia, ne? Irgendwann. So,